Mein Gedanke war jetzt zu sagen, okay, du hast jetzt zum Beispiel ein Sales Dashboard ja angesprochen. Das könnte in dem Fall jetzt hier ein Sales Dashboard sein, was verschiedene KPIs abbildet. Und ich bin jetzt der Übergeordnete, der sich auch irgendwie mal mit Sales beschäftigt, aber jetzt nicht sich explizit jetzt in die Kachel Profit reinklickt oder in die Kachel Quantity, um da jetzt irgendwie weiter zu gucken, sondern ich möchte eine Zusammenfassung dieses Dashboards. Und da war der Gedanke zu sagen, okay, es gibt eben diese Summary-Kachel und die Summary sagt mir dann, für Q3 haben wir Umsatz, haben wir Profit, haben wir neue Kunden, haben wir so viel ausgelieferte Produkte. Und ein Analyst, eine Analystin hat mir dazu jetzt noch Kommentare gemacht. Was ja nicht heißt, dass das alleine passiert, sondern es könnte ja auch sein, diese Anforderungsaufnahme, um vielleicht jetzt nicht nochmal für Meier, Müller, Schmidt nochmal ein anderes Dashboard zu bauen zu müssen, die Summary anzubieten. Sprich also, dass es gibt ein Sales Dashboard und das die nächsthöhere Aggregationsstufe ist eine Summary für den globalen Sales-Verantwortlichen, der da die 4, 5 wichtigsten KPIs für sich nochmal zusammengefasst haben möchte, inklusive Kommentar. Und den würde ich halt jedes Mal nur einmal im Monat oder einmal im Quartal, wie auch immer, anfassen müssen. Und du hast absolut recht, es ist alles eher in Richtung statisch. Also ich soll jetzt nicht hier in den Visualisierungen rumklicken können, sondern der Kommentar 1 sagt mir, wir haben weniger Kunden oder wir haben mehr Kunden, weil wir haben hier vor allem bei den Waschmaschinen mehr Umsatz oder weniger Umsatz, weil vor allem Country 7 hat Schwierigkeiten gehabt, weil. Das heißt, die KPIs könnten statisch sein, auch vielleicht die Visualisierung. Was aber nicht statisch ist, ist der Kommentar. Den kann ich halt jeden Monat, jedes Quartal anpassen. Und wenn ich in der Summary bin und sage, okay, das verstehe ich jetzt doch noch nicht so ganz, kann ich ja zurückgehen in mein Standard-Dashboard und mich mit Profit beschäftigen.